Ja, wir sind in der siebten und beschäftigen uns nochmal mit Übungen zu rationalen Zahlen, damit wir mit geometrischen Berechnungen besser klarkommen. Gegeben sei folgender Umstand, und zwar bleiben wir mal gleich bei diesem schönen Beispiel, was es in der Landwirtschaft gibt. Gegeben sei folgendes: Ein Feld eines Bauern hat eine ganz, aber wirklich haargenau geradlinige Straße als eine Grenze und eine darauf schräg stehende Grenze. Der Bauer möchte gerne wissen, wie groß ist die Fläche dieses Feldes. Und er stellt folgende Berechnungen an. A wie Area. So, er stellt folgende Bemaßungen fest. Er sagt, na, dann gucke ich mir mal die andere Grenze an. Du liebe Zeit, sagt er, die andere Grenze, die ist ja noch schräger zu meiner Straßengrenze. Hier vorne ist die Straße. Aber wenn ich diesen Abstand zur hintersten Grenze messe, der ist hier und hier überall gleich lang. Und da habe ich gemessen 220 Meter. Das ist also bei beiden der gleiche Abstand. Da freue ich mich drüber. Ich messe hier vorne und habe hier 800 Meter gemessen. Und hinten habe ich, ne, bei der gegenüberliegenden Grenze, Gesundheit, habe ich genau 600 Meter gemessen. Ich möchte also die Fläche ausrechnen. Und das ist das Wichtige. Der gute Bauer schreibt sich folgende Dinge auf. Also er sagt dann, dazu sage ich Grundseite. Das ist Grundseite. Jetzt muss er nicht viel mehr machen. Das ist meine Deckseite, denn ich habe es ja hier mit einem Trapez zu tun. Und das ist die Höhe des Trapezes. Er schaut in seiner Formelsammlung nach und sieht, A eines Trapezes ist gleich Grundseite plus Deckseite durch 2 mal H. Die Lösung besteht also im Folgenden, dass er diese Formel entweder umstellt, wenn überhaupt nötig. Achtung, er sucht die Fläche, beziehungsweise gleich einsetzt oder nach Einsetzen umstellt. Die Lösung mag mir von Ansatz her egal sein, macht es richtig, aber macht es. Ich mache jetzt eine Pause, ihr macht es zu Hause weiter, ihr schreibt bis dahin ab und ich präsentiere dann die Lösung. Gut, das Ergebnis ist also wie folgt. Ich habe hier eingesetzt 800 Meter plus 600 Meter. Die muss ich erst zusammenrechnen. Die stehen auf dem gemeinsamen Bruchstrich. Heißt, ich müsste mir hier eine Klammer drum denken. Muss ich aber nicht, weil der gemeinsame Bruchstrich sagt, rechne erst das, was hier oben drauf ist. Das sind dann 1400 Meter. Meter plus Meter bleiben Meter. Durch 2 sind 700 Meter. Jetzt mal 220 Meter. Ich schreibe lieber eine Zeile mehr, habe ich mehr gekonnt. Und das kann man im Kopf. 7 mal 2 ist 14. 7 mal 2 ist 14 plus 1 ist 15. 1, 2, 3 Nullen reingehängt. 154.000 Quadratmeter. Mal ganz kleinen Ausflug, bevor wir die nächste Aufgabe machen, damit ihr nicht ins Wanken kommt. Mal ganz schnell Folgendes. Stellt euch mal Folgendes vor. Eine kleine Fläche von 10 Meter mal 10 Meter im Quadrat ist ein Ar. Ich schreibe mal Ar so hin. Ein A schreibt man. Gleich ein A. Ar ist damit gemeint. Kommt von Area, hängt alles damit zusammen, ne? Jetzt stell dir mal was anderes vor. Jetzt kann ich das nicht so groß machen. Also viel größer. Und ich schreibe an diese Fläche dran. Das sind nicht 10 Meter, sondern 100 Meter. Mal 100 Meter. Dann habe ich ja hier lauter Zehnerstücke und dann habe ich hier was? Hast du es? Klangen? Ja, ein Hektar. Ich kann es auch anders machen. Ich nehme mal diese Flächen nochmal weg und sage, naja, wenn ich das Ding mal 100 nehme, dann habe ich 1 mal 100 Ar. So wie man Kilometer sagt, statt 1000 Meter, kann man auch zu der 100 sagen Hekto oder Hekt. Und hier setzt sich das Wort zusammen, das ist ein Hekt. Das heißt mal 100 Ar. Hektar sagen wir, Hektar, sprechen wir es aus. Hektar müsste man sagen. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Brauereien, könnt ihr euch vorstellen, da geht es nicht um eine Flasche Bier, sondern gleich um richtig viele Fässer. Und dann sagen die nicht 100 Liter, oder sondern die sagen gleich Hektoliter. Davon kommt das. Das bloß nebenbei, kleinen Moment. So, liebe Leute, nächste Aufgabe.
Bleiben wir mal bei einem lieben, netten Kerl, nennt sich Bauer. Der hat sich zu Hause Folgendes überlegt. Man könnte ja vielleicht auch mal ein Grundstück ganz anders darstellen. Er sagt, eigentlich hätte ich 27 Hektar, aber ich mache das alles mal in Zentimetern. Ich mache mir ein Beispiel. Und da ich weiß, dass diese Seite hier, die Deckseite und die Grundseite, dass die parallel sind, Grundseite ist parallel, heißt das hier, ist gleich praktisch auf den Kopf gestellt, ist parallel, da ich das weiß, kann ich mich freuen und sagen, naja, dann muss ich mich bloß noch hier um die Höhe des Grundstücks kümmern. Wie muss ich das ausschneiden? Ich weiß, das sind 27 Quadratzentimeter. Im Großen sind 27 Hektar gewesen. Grund- und Deckseite sind parallel und Grund- und Deckseite sind gleich lang. Mit anderen Worten, ich habe es mit einem Trapez spezieller Art zu tun, nämlich mit einem Parallelogramm. Eine Frage, kann ich diese Formel anwenden dafür? Ich mache mal Pause. Ja, kann man, aber es Schmuck am Nachthemd, da ja die beiden, wenn sie gleich lang sind durch 2, sowieso bloß diese 10 Meter ergeben, nehmen wir folgende Formel A eines Rechtecks bzw. eines Parallelogramms, das ist das gleiche. Grundseite mal Höhe. Macht mal die Übung, rechnet mal aus, wie groß muss der Bauer praktisch sein kleines Modellgrundstückchen gestalten, damit er es dann richtig aufmalen und ausschneiden kann. Ich mache wieder Pause und ihr zu Hause, wenn ihr es dann übt, macht das auch. Lösung also gleich. Ja, wie funktioniert es? Also ich nehme nochmal den einen Weg und den anderen Weg, wobei ich glaube, in diesem Fall ist der rechte Weg schneller. Also, ich schreibe die Formel hin und stelle sie um nach G. Das heißt, G muss alleine stehen durch H muss alleine stehen, also durch G und so weiter und so fort. Setze ein, komme dann auf 2,7 cm. Hier zu kürzen wäre albern, weil 27 durch 10 durch 10 ist ideal. Das gibt mir eine Kommastelle dazu und die Sache ist erledigt. Wenn ich aber diese Formel hier, Rechteck, A Rechteck ist gleich G mal H, wenn ich die gleich mit Leben erfülle und umstelle, habe ich ein bisschen weniger Schreiberei. Mir sind beide Wege gleich recht. Bloß bei größeren Formeln lohnt sich der rechte Weg nicht so. Hier das gleiche, zack, 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 habe ich es fertig. Nochmal zum Zeigen. Hier steht ja eigentlich Zentimeter mal Zentimeter. Und hier unten steht nur ein einfaches Zentimeter. Demzufolge, wenn ich das durch Zentimeter teile, das durch Zentimeter teile, bleiben eine Einsen. Und es bleibt die Zahl übrig, das Zentimeter übrig, die 10 übrig, macht 2,7 Zentimeter. Daher kommt das gut. Gut, jetzt sagte mir ein Schüler, warum nicht? Ich habe es ja erstmal probiert mit der Trapezformel. Ging auch. Bitte schön, ich übergebe. Kleinen Moment, Herr Professor, ich weise Sie nochmal schnell in den Stift ein. Hallo. Also ich habe es jetzt mit der Trapezformel gemacht, weil ich dachte, also hier ist die Skizze vom Parallelogramm. Und in der Formel da oben war, ich glaube, D war nicht gegeben. Ich War aber dachte, gleich lang. ja, er hat gesagt, dass G und D gleich groß, also gleich lang sind. So, und jetzt muss ich erstmal die Formel gucken. Das, die war, genau. Bin verwirrt. Aber okay. Also, das war so. Ich glaube, 27 Quadratzentimeter ist gleich. Und G war so groß. War 10 cm lang. Und da G so groß wie D ist, ist es logischerweise auch 10 cm lang. Und in der Formel steht ja G plus D und dann habe ich oben eingesetzt 2 mal 10 cm. Durch 2 mal H. Dann steht hier 27 Quadratzentimeter ist gleich 10 Zentimeter mal H. Und das und die 10 Zentimeter stören. Deswegen jetzt durch. Und dann bleibt noch am Ende 27 Quadratzentimeter durch die
10 cm und die Zentimeter, genau, ist gleich h. Die Zentimeter kürzen sich. Zentimeter mal Zentimeter, dann nimmt man 1 raus. So, und 27 durch 10 sind halt, ja, 2,7 ist gleich h. Und so habe ich es gemacht. So, ich habe jetzt etwas vergessen, nämlich nach dem Kürzen das hier hinzuschreiben, die 10 cm. Und wenn man hier kürzt beim Bruchstrich, da muss man immer eine 1 hinschreiben, damit man nichts vergisst oder übersieht. Und beim Ergebnis habe ich die Zentimeter vergessen. So, liebe Leute, wir machen jetzt mal an der Stelle mit dem Video Schluss. Das ist jetzt alles andere wäre Schmuck am Nachthemd. Gibt es genug Videos dazu. Ich zeige euch jetzt mal was. Wir müssen auch mal weiterkommen. Wir hatten jetzt die vielen Ausfälle und also wegen der vielen Toten haben wir nur geübt und so weiter. Ich schließe das Video an der Stelle ab.